Heulende Sirenen und Handywarnungen. Am Donnerstag, den 14. September, steht der nächste bundesweite Warntag an. Gegen 11 Uhr wird das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe einen Probealarm auslösen. Der wird dann unter anderem über Warn-Apps, Radio- und Fernsehsender sowie über knapp 6.600 digitale Anzeigetafeln ausgelöst. Auch etwa 38.000 Sirenen stehen für den Probealarm zur Verfügung. Auch per Cell-Broadcast soll wieder gewarnt werden. Dabei erhält jeder Handynutzer, der sich mit angeschaltetem Mobiltelefon in einem bestimmten Gebiet aufhält, eine von einem Geräusch angekündigte Textnachricht. Vorausgesetzt, das Gerät ist nicht zu alt und die notwendigen Updates wurden gemacht. Beim Warntag 2022 lag die Abdeckungsrate von Cell-Broadcast bei rund 53%, wie das BBK unter Berufung auf eine eigene Umfrage berichtet.